Und damit übergebe ich an Stefan Holl von der Intevation. Ja, danke Jörg. Vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Stefan Holl von der Firma Intevation. Ich möchte den letzten Vortrag in diesem Slot halten und Ihnen das Projekt MXD2Map vorstellen. Unter der gleichnamigen URL auch erreichbar. Es ist ein Konverter für Esri-MXD-Dateien in UMN-Map-Server-Map-Files. Die beiden Buzzwords, die da drin in dem Titel zu finden sind, also MXD und UMN-Map-Server, sollte eigentlich einem Großteil bekannt sein. Vielleicht noch so ein Stück weit zu der Geschichte, wie es dazu kam, so ein Projekt zu etablieren. Wir sind von einem Kunden gefragt worden, ob wir eine Möglichkeit finden, kennen circa knapp 2000 Layer, die ungefähr in mehreren hundert MXD-Dateien abgelegt sind und als Services verfügbar sind, in UMN-Map-Server zu migrieren. Grundsätzlich ist das natürlich machbar, aber das macht man natürlich nicht mit der Hand, weil das mehrere Mannjahre Arbeit sind. Darüber hinaus will man ja idealerweise auch wieder so ankommen oder sein Kartenbild so am Ende haben, wie man es denn auch vorher kannte. Aber ich habe ja das moderne Gerät. Klick. Und da komme ich auch zur Agenda. Ich will heute darüber sprechen, was MXD2Map eigentlich ist, wieso es zu diesem Projekt kam, wie es funktioniert, was man damit alles machen kann. Dazu gehört natürlich auch, was man damit nicht machen kann. Dann will ich so ein bisschen die Technik beleuchten, die da drin steckt, und erläutern, warum wir uns für derartige Technologie entschieden haben, ein paar Anwendungsbeispiele zeigen und natürlich darüber hinaus weitere Entwicklungen zeigen. Es ist freie Software als solches, das heißt, derartiges Produkt ist natürlich immer bedarfsgetrieben, das heißt, die Anforderungen, die wir initial hatten, sind hier primär umgesetzt worden. Es gibt weitere Anwendungsfälle, die jetzt auf der sogenannten Roadmap stehen. Die will ich Ihnen zeigen, wohin wir da gehen wollen und Ihnen das Projekt einfach ein bisschen näher bringen. Man muss dazu sagen, es ist ein ganz junges Projekt. Das ist in der Version 1.0 jetzt veröffentlicht. Da ist also noch eine ganze Menge Spielraum nach oben, was an Möglichkeiten da sind. Kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Stefan Holl. Ich bin Projektleiter bei der Firma Intevation GmbH, setze den UMN-Map-Server seit circa 2003 aktiv ein, gern auch in der Kombination mit PostGIS im Backend, um eben eine schlagkräftige WebGIS-Komponente auf der Serverseite zu haben. Darüber hinaus bin ich aktiv im FOSGIS e.V., auch hier in der Konferenz, im Programmkomitee und OSGEO-Mitglied. Ja, kurz. Was ist MXD2Map? Der Name soll das schon so ein bisschen suggerieren. Wie gesagt, er konvertiert Esri-MXD-Dateien in UMN-Map-Server-Map-Files. Kurz dazu, was ist ein MXD? Wer weiß das nicht? Das ist gut. Dann brauche ich das nicht mehr erklären. Wie gesagt, in diesen MXDs sind sehr viele, leider binär vorgehaltene Informationen über Gestaltungsvorschriften, Datentypen und dergleichen, die eben mit Esri-Produkten auslesbar sind und an denen sind wir interessiert. Die wollen wir haben, um sie eben in die entsprechende Map-File-Syntax zu überführen. Der Map-Server als solches ist so aufgebaut, dass er ein textuelles Map-File bekommt, wo Gestaltungsvorschriften drinstehen, wo die Quellen der Daten hinterlegt sind, also ein Connection-String zur PostGIS-Datenbank, ein Pfad zu einem Shapefile, zu einem Rasterbild und so weiter und so fort. Und diese Dinge wollen wir sozusagen schreiben. Darüber hinaus ist es für uns natürlich wichtig, die Darstellungen, so wie sie in dem originären File enthalten sind, auch im UMN-Map-Server letzten Endes wieder abzubilden. Die Herausforderung bestand hier ganz klar in der Symbolik. Hintergrund ist, dass der Kunde in einer sehr symbolträchtigen Branche arbeitet. Er ist in der Hydrographie tätig, das heißt, er hat sehr viele detaillierte Symboliken in seinen MXDs versteckt. Die will er natürlich auch überführt wissen, sodass das Kartenbild identisch erscheint.
Natürlich will er auch nicht seine ganze Datengrundlage umstellen. Das heißt, er ist sehr stark Esri-orientiert, hat die Daten in einer ArcSDE-Datenbank liegen und die will er natürlich nicht ändern. Das heißt, ein Export daraus in Shapefiles oder in eine Postgres ist nicht adäquat, sondern das resultierende Map-File soll selbstverständlich dann die Daten, die in der Primärdatenbank liegen, auch bitteschön nutzen. Das ist eine klassische Anforderung, die wir zu lösen hatten. Natürlich hat auch der Kunde kein Interesse daran, seine Mitarbeiter umzuschulen, um irgendwelche anderen Werkzeuge zu benutzen, sondern er möchte seinen klassischen Workflow weiterbehalten. Das heißt, das Gestalten der Karten soll nach wie vor in dem bekannten Umfeld passieren, sprich in ArcGIS. So möchte da seine Kartengestaltung vornehmen, Klassifikationen und so weiter, seine Layouts zusammenstellen und möchte das dann aber gerne als WMS- oder WFS-fähiges Map-File exportieren. Idealerweise natürlich irgendwo aus der Toolbox klick, public as WMS und dann fällt es irgendwo raus und er kann seinen WMS publizieren. Natürlich war dem Kunden auch wichtig, dass er es als freie Software publiziert. Wir haben es natürlich geschaut, welche Lizenz ist dann passend. Hier in unserem Fall haben wir uns für die GNU Lesser GPL Lizenz entschieden. Einfach aus dem Hintergrund, da komme ich gleich in der technischen Umsetzung noch darauf, weil uns das vorgegeben ist, einfach unter der Bedingung, da wir einige Bibliotheken verwenden, die eben auch diese Lizenzierung schon haben. Ja, wie funktioniert das ganze Werkzeug? Hier so ein grobes schematisches Bild. Das heißt, ganz oben, da sitzt derjenige, der sein Kartenbild erstellt. Das heißt, er arbeitet an der Karte, lädt seine Layer hinzu, klassifiziert sie, malt sie bunt an, stellt Linienstärken ein und so weiter und so fort, wie man eben eine Karte im Desktop-GIS gestaltet und speichert das Ganze in seine MXD-Datei. Diese MXD-Datei liegt irgendwo auf dem Netzlaufwerk, irgendwo auf seinem Rechner rum. Und der nächste Schritt, der dann hier diesen MXD-to-Map-Konverter beschreibt, ist folgender. Das heißt, diese MXD-Datei wird dem Konverter zugeführt. Wie das bei Konvertern immer so schön ist, kann man den auch gerne mannigfaltig konfigurieren. Wir haben uns da sehr nah an dem Map-File gehalten. Das heißt, wir haben einen Templating-Mechanismus etabliert, auf Basis dessen man sein resultierendes UMN-Map-Server-Map-File schon vorstrukturieren kann. Der geneigte Map-Server-Benutzer kennt derartiges sicherlich, der kennt die Fähigkeiten, Map-File-Teile mit Include-Files und dergleichen in ein Master-Map-File zu integrieren. Diese Art von Konfiguration nehmen wir uns hier auch als Grundlage. Und darüber hinaus haben wir Metadaten und solche Sachen eben konfigurierbar. Und das Schöne ist, dieses Template kann eben von der Map-Server-Komponente im Vorfeld eingelesen werden und über die Java-Map-Script-Variante wird es entsprechend auf Basis der Inhalte, die in dem MXD-File enthalten sind, sukzessive gefüllt. Das heißt, über die ArcGIS-Engine, die wir hier anbinden, über das Java Backend oder die Java API, muss man sagen, anbinden, haben wir ein sogenanntes Mittelformat hier in der Mitte. Das heißt, das ist ein einheitliches Format, wo wir die MXD-Dateien lesen und an dieses Mittelformat stecken wir dann sozusagen Java MapScript dran als Writer, der dann am Ende unsere Map-Datei rausschreibt. Das ganze Werkzeug ist so generisch gehalten, dass ich den Writer-Part, der hier jetzt Map-Server-spezifisch ist, theoretisch auch austauschen könnte, indem ich einfach einen weiteren Writer schreiben würde, der dann, weiß ich nicht, QGIS XML schriebe oder sowas oder Mapnik oder was auch immer als Konfigurationsdatei rausschreiben würde. Das ist also die ganz einfache Funktion. Natürlich ist es technisch etwas komplizierter, insbesondere wenn man sich mit der ArcGIS Engine auseinandersetzen muss, die von der Sache her einfach, zwar dokumentiert, aber eher groß und umfangreich ist und man doch ein bisschen suchen muss, wenn man sich da nicht jeden Tag drin bewegt. Aber eben die Möglichkeit bietet, auf jedes kleine Detail innerhalb einer MXD-Datei auch programmatisch zugreifen zu können.
Das ist also eigentlich, wenn man hier unten angekommen ist, schon das Ende der Idee. Natürlich geht es weiter. Es gibt eine Preview-Ansicht sozusagen. Dafür brauche ich natürlich noch in irgendeiner Form einen Webserver. Ich habe hier mal Apache hingemalt. Auch ein Client wäre hilfreich, also ein OpenLayers-Client oder so, der dann die resultierenden WMS-Dienste konsumiert, um dann ja, das Ergebnis sozusagen direkt on the fly testen zu können. Ja, das ist also der klassische Workflow, den man bei MXD2Map vorfindet. Als Features sind, ich nenne es Feature, manch anderer würde sagen, es ist kein Feature. Ich finde es die Kommandozeilen-Schnittstelle als Feature. Einfach aus dem Grunde, weil, wie eingangs schon gesagt, man knapp 2000 Datenlayer erzeugen möchte, möchte man die nicht alle manuell mit der Hand bearbeiten, sondern über eine entsprechende Batch-Prozessierung kommandozeilenorientiert abarbeiten lassen. Natürlich kann man sich das Ganze in die ARC-Toolbox integrieren, wenn man es als Click-Werkzeug haben möchte. Aktuell haben wir eine Unterstützung von der ARC-SDE als Datenquelle. Wie gesagt, das war der Bedarf, der zu lösen war. Wir mussten eben diese Daten aus der ARC-SDE wiederholen. Der Einfachheit halber als Fingerübung sind auch Shapefiles unterstützt. Ich nenne es jetzt mal das einfachste Format und das gut dokumentierteste Format. Grundsätzlich sind aber eben auch alle anderen OGR-Formate nötig, die vom Map-Server unterstützt werden. Wenn man sich mit der API vom ArcGIS-Engine-Produkt etwas näher auseinandersetzt, wird man merken, dass man eine unglaubliche Vielfalt an Symboliken unterstützt. Wir haben uns hier auf die sogenannten Marker-Layer, die mit TrueType-Symbolen ausgestattet sind, eingeschossen. Zum Glück waren ein Großteil der Daten entsprechend mit TrueType-Symbolen und TrueType-Schriftsymbolen referenziert, was eben durch den UMM-Map-Server auch unterstützt wird. Man kann darüber Symboliken definieren, die auf ein Zeichen innerhalb eines Schriftsatzes mappen und man bekommt dann entsprechend das Symbol für eine Boje, die links oder rechts oder was auch immer zu stehen hat, die alle einzelne Bedeutungen haben, die eben sehr vermehrt in den MXD-Dateien vorgefunden waren. Natürlich aber auch Picture-Marker, das heißt irgendwelche geologischen Symbole, die man als Flächenfüllungen an Polygone ranbringen muss, all solche Dinge sind in solchen Picture-Markern implementiert. Das sind eben einige Spezialitäten, die jetzt für unsere Fachanwendung sozusagen umgesetzt wurden. Darüber hinaus gibt es Unterstützung für Klassifikationen, das heißt, ja, ganz klassisch gibt es auch da eine Unmenge an Möglichkeiten in ArcGIS. Wir haben uns hier auf einen Subset beschränkt, mit dem man eben klassifizieren kann. Man kann eben Klassifikationen auch noch weiter gruppieren. Das machen wir hier für den WMS-Dienst dann in WMS-Group-Layern, sodass man dann eine Verschachtelung von thematischen Dingen hat. Maßstabsabhängiges Zeichnen von Elementen ist natürlich auch einfach. Insbesondere bei Labeln macht das Sinn, wenn man eben in tiefere Zoomstufen vordringt, dass dann zu einigen Punkten eben Label angestellt werden. All solche Sachen, das sind die Dinge, die in dem Projekt oder in den vorgefundenen MXD-Dateien am häufigsten vorkamen. Und was in unserem Falle sehr wichtig war, sind Filterbedingungen. Das heißt, sehr komplexe Filterbedingungen auch. Einfach auf der Tatsache geschuldet, dass die Daten, die in der SDE lagen, sehr stark normalisiert wurden. Insofern sehr viele Joins nötig sind, um an die Informationen, die man möchte, dann wirklich auch ranzukommen. Klar, man würde sagen, für eine Online-Präsentation nicht so ideal. Wissen wir alle, ja, ist nicht so ideal. Aber da musste eben umhin gearbeitet werden, dass man mit sehr vielen Joins auch auf Layer-Ebenen umgehen konnte. Da ist der Map-Server nicht immer so nett gewesen zu uns. Er musste dann doch noch ein bisschen getreten werden, dass er das auch tut und mehrere Joins über mehrere Tabellen auch auf ARC-SDE-Themen erlaubt. Aber das ist ein Feature und entsprechend hier in MXD2Map implementiert. Ja, zur Technik habe ich schon einiges gesagt. Wir haben den UMN-Map-Server 6.x im Einsatz. Zur damaligen Zeit mussten wir da am Trunk arbeiten. Einfach weil da auch noch Änderungen eingegangen sind von uns und wir haben eben die Java Map Script Variante verwendet. Klassischerweise ist natürlich das die Standardbibliothek für den Zugriff auf Geodaten GEDAL OGR im Spiel, hier besonders mit den entsprechenden Plugins für ArcSDE, File Geodatabase, Oracle und so weiter.
Auf der Clientseite ist die API so ausgelegt, dass die ArcGIS Desktop 10.x angesprochen wird und die darin enthaltene ArcGIS Engine. Das heißt, wenn man MXD2Map nutzen möchte, braucht man zwingend entweder einen ArcGIS Desktop oder die etwas weniger teure ArcGIS Engine, die eben programmatisch die Möglichkeit bietet, die Desktop-Funktionalitäten sozusagen umzusetzen. Wenn man die eben schon angesprochene Previewing-Funktionalität will, muss man sich noch einen Map-Server installieren, der dann entsprechend ein Map-Server-Binary zum Rendern des Map-Files sozusagen darstellt. In der jetzigen Version 1.0 ist das Ganze unter Windows livefähig. Das leider spare ich mir jetzt mal. Allerdings haben wir es nicht hingekriegt, diese ganze ArcGIS Engine, die von Esri auch für Linux zur Verfügung gestellt wird, unter selbigem Betriebssystem lauffähig zu machen. Das tat ums Verrecken nicht. Insofern, wer da Lust hat und Hints mir geben kann, der spricht mich gerne an, wie man sowas unter Linux zum Laufen kriegt. Wir haben es leider nicht geschafft. Insofern gibt es die fertigen Varianten aktuell als Windows-Binary. Ja, zum Anwendungsfall. Anwendungsbeispiele sind, wie eben schon gesagt, die Migration von großen Datensätzen zum UMN-Map-Server. Wahrscheinlich wird man den ganzen Overhead nicht machen, wenn ich irgendwie 5 MXDs mit 3 Layern jeweils migrieren will. Das habe ich wahrscheinlich auch in hinreichend schneller Zeit mit der Hand gemacht. Spannend sind eben große Datenmengen, die man als OGC-Dienst publizieren möchte. Ich brauche keine manuellen Map-File-Kenntnisse mehr. Das heißt, muss keine Textdatei schreiben. Ich brauche, um derartige Dinge zu publizieren, auch keine ArcGIS-Server-Komponente. Und ein großer Vorteil, die Datenhaltung, wo die Daten liegen, und auch die Kartengestaltungs-Workflows, die bleiben erhalten wie gehabt. Das ist für viele ein entsprechend großer Vorteil. Ja, wie sieht das Ganze aus? Mal beispielhaft an einem relativ einfachen Datensatz. Historisch bedingt habe ich die FRIDA-Daten genommen, mittlerweile ja in OpenStreetMap aufgegangen und nicht mehr so simpel wie hier dargestellt. Das heißt, das sind jetzt hier 5 Shapefiles, die ja in einem MXD abgespeichert werden und in der Previewing-Ansicht sozusagen dann hier rausfallen. Man sieht es, ich habe das hier jetzt mal als lokal als Map-Server sozusagen aufgebaut und die entsprechenden visuellen Repräsentationen der einzelnen Datenlayer kann man dann direkt sehen. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Spannend ist es sicherlich, das mal an eigenen Daten zu sehen, was dann passiert. Und insofern, solche Konverter sind eben fürs Auge immer ein bisschen schwierig darzustellen, genau wie Datenbanken. Die machen einfach so visuell nicht so viel her. Als Roadmap will ich trotzdem noch ein paar Ideen mit reinreichen, die jetzt auf der Agenda stehen. Wir werden idealerweise den Datentyp ArcSDE Raster unterstützen wollen, einfach um auch an die am Kunden vorhandenen Rasterdaten dran zu kommen. Jedes andere Format kann man relativ einfach implementieren, einfach aus dem Grunde, weil wir das in einem Mittelformat haben und da muss man einfach nur den Teilbereich dran bauen, der sozusagen den Writer schreibt, also den Teil des Map-Files sozusagen rausschreibt. Darüber hinaus wollen wir gerne eine bessere Label-Unterstützung, die ist sehr simplifiziert. Wer ArcGIS kennt und die ganzen Maplex-Extensions, wie sie alle heißen, zum Labeln, wird merken, dass das, was wir haben, natürlich kartografischen Ansprüchen nicht entspricht, ist aber nicht schlimm. Trotzdem wollen wir uns da noch verbessern. Auch die Filterung von Geodaten soll noch etwas verbessert werden, um auf Basis von einem Layer mehrere Visualisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Kartodiagramme wollen unterstützt werden. Ein großes Thema sind die sogenannten Query-Layer, die man in ArcGIS kennt, um eben auch PostGIS-Daten dann direkt zu migrieren, ohne nochmal ein neues Map-File schreiben oder einen neuen Layer im Map-File schreiben zu müssen. Und mir persönlich liegt das am Herzen, dass man das irgendwann auch mal unter Linux zum Laufen kriegt. Ja, MXD2Map ist freie Software. Es gibt einen Community-Support über eine Mailingliste, der Quellcode liegt zur Verfügung. Es ist ein Download-Paket da, ein Windows-Installer, wie heißt das schon, so eine Setup-Exe, die man sich runterladen kann, installieren kann mit einem Beispieldatensatz, der integriert ist, um eben gleich loslaufen zu können. Professionellen Support gibt es natürlich auch
Und jeder, der daran Interesse hat, den lade ich natürlich gerne ein, auf der Webseite mal zu schauen, da ein bisschen rumzustöbern. Ich bin noch bis Donnerstag hier, falls Sie Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen, jetzt oder möglicherweise auch später. Vielen Dank.